Hallihallo und Mahlzeit, liebe Leute. Ich koche mit euch heute zusammen einen großen Topf Erbsensuppe. Bei uns reicht er für 8 Personen. Dazu braucht ihr als allererstes 500 Gramm grüne Erbsen, 400 Gramm Bauchspeck, 800 Gramm Mettenten, 300 Gramm Karotten, 400 Gramm Kartoffeln, 3 Lorbeerblätter, 3 Zwiebeln, ein wenig Petersilie, 130 Gramm Sellerie, geschält und am Stück, und 270 Gramm Porree. So, als allererstes müssen die Erbsen eingeweicht werden. Ein halber Liter Wasser, 12 Stunden, am besten über Nacht einwirken lassen. So, als erstes schälen wir die Kartoffeln. Das geht immer ganz gut mit so einem Sparschäler hier. So, jetzt das Ganze schön klein schneiden. Ja, ihr seht schon, es kommt nicht so auf Schönheit an. Entscheidend ist am Ende der Geschmack. So, wenn ihr die Kartoffeln klein habt, dann macht ihr das am besten auf so einen Extrateller, damit das aus dem Weg ist und ihr Schneidebrett frei habt. So, jetzt macht ihr das gleiche mit den Karotten. Schön die Enden abschneiden. Weg damit. Und dann schön schälen die Kartoffeln. Kartoffeln? Bin ich besoffen? So, dann schält ihr schön die Karotten. Ihr müsst die Karotten natürlich nicht schälen, wenn ihr nicht wollt, weil viele Vitamine sind direkt unter der Schale. Das ist nur eine ästhetische Frage. Schön klein schneiden. Und wieder auf den Extrateller damit. So, darf ich vorstellen, das ist der Porree. Das wissen ja schon viele nicht mehr. Da habe ich das oberste Blatt gelöst. So, und jetzt wird der Porree in Ringe geschnitten. Das obere Blatt habe ich übrigens gelöst und weggeschmissen, weil ich nicht weiß, durch wie viele Hände das gegangen ist. Und es sah schon ein bisschen unschön aus und... Naja, so habe ich das abgelöst dann und weggeschnitten. Ja, viele kennen ja die Gemüsesorten nicht mehr. Kartoffeln, Wurzeln, das wissen die meisten ja noch. Aber Porree, Sellerie, da wissen schon viele gar nicht mehr, wie das aussieht. Und ich möchte ja, dass ihr die Suppe nachkocht, dass ihr auch wisst, was ihr kaufen wird. Die, die das wissen, die werden jetzt sicherlich lachen, aber... Viele kennen das leider von zu Hause nicht mehr. Aber ich finde es gut, wenn sich wieder Leute anfangen dafür zu interessieren und dann nachkochen. Also, wir packen das Ganze wieder auf unseren Extrateller. Auf dem das langsam voll wird. Ja, ein bisschen fällt immer runter. Aber auf dem Fußboden 3 Sekunden Regelung
Glaube ich nicht dran. Leute, lieber wegschmeißen. Oder ich warte dann auf Corinna, wenn die das wegräumt. Ja, dann kocht sie auch. Ist ja schön, wenn man was gemeinsam hat, ne? Wenn ich koch, kocht Corinna auch. Nur, dass sie dann vor Wut kocht. So, jetzt aber ran an den Speck. Bauchspeck. 400 Gramm. Wie gesagt, wir wollen keinen Preis in Ästhetik gewinnen. Schön klein schneiden. Leute, macht euch da nicht so einen Zopf, mache ich auch nicht. Hauptsache schmeckt nachher, Mensch. So Leute, habt ihr das erledigt? Habt ihr das alles klein geschnippelt? Dann haut das rein in den Topf. Die Erbsen, die über Nacht eingeweicht sind. Schon mal die Herdplatte an. Rein da mit dem Speck. Rein mit dem geschnippelten Gemüse. Umrühren das Ganze und dann kann das sein, dass die Erbsen die ganze Flüssigkeit über Nacht aufgesaugt haben oder teilweise, so wie bei mir. Haut da einfach noch ein bisschen halben Liter Wasser rein. So, zum Kochen bringen das Ganze. So, während das Ganze jetzt anfängt zu kochen, könnt ihr schon mal die Zwiebeln klein schneiden. Kleiner Tipp, wenn euch das in den Augen brennt, dann könnt ihr auch eine Schwimmbrille dazu aufsetzen. Dann müsst ihr nicht weinen. Schön klein schneiden. Zwischendurch umrühren nicht vergessen. So, jetzt schnappt ihr euch eine kleine Pfanne. Haut die Zwiebeln da rein. Ein bisschen Öl. Ich nehme jetzt Kokosöl, aber ihr könnt auch Butter oder jedes andere Öl nehmen. Was ihr gerne möchtet. Zwischendurch immer schön umrühren. Das darf nicht anbrennen. Wenn einmal angebrannt ist, ist es vorbei. Den Geschmack kriegt ihr nicht wieder raus. Nicht reparabel. So, jetzt schnappt ihr euch das Selleriestück. Holt da ein bisschen die Schale runter. Die braunen Stellen ein bisschen abschneiden. Ah, jetzt kann man noch langsam mal ein bisschen die Lüftung anschalten hier. Geht richtig los jetzt hier.
jetzt werde ich langsam zur Krake. So, die Zwiebeln wirklich nur ganz leicht anbraten, dass sie so ganz leicht angeschwitzt, angebraten sind. Und dann rein in die Suppe damit. Das Selleriestück versenken. Das kommt nachher übrigens wieder raus. Nachdem ihr die Zwiebeln und das Selleriestück in der Suppe versenkt habt, tut ihr auch die drei Lorbeerblätter da rein. Die werden nachher auch wieder rausgenommen. Jetzt erstmal wieder gut durchrühren das Ganze. So, währenddessen das hier vor sich hin köchelt, bringt ihr hier auf der anderen Herdplatte 1 Liter Wasser zum Kochen, haut da 4 kleine Brühwürfel rein. So, während ich jetzt warte, dass das Wasser heiß wird, für die Brühwürfel schneide ich noch schnell die Petersilie klein. Auch rein in die Suppe damit. Umrühren. Wenn das Wasser dann kocht, haut er die 4 kleinen Brühwürfel rein. Einmal kurz umrühren, das Ganze. Und rein damit. In die Suppe. So, währenddessen der Spaß jetzt weiter vor sich hin kocht, ist ein guter Zeitpunkt, um die Mettenten klein zu schneiden. Und zwischendurch, ja, das ist schon, umrühren. So, nachdem der ganze Spaß dann eine halbe Stunde gekocht hat, nehmt ihr die Selleriestücken daraus. Und die 3 Lorbeerblätter. Waren doch 3, hoffentlich finde ich die alle. So, wo seid ihr? Da ist das zweite, das sehe ich schon. Na, wo ist das dritte Lorbeerblatt? Wenn ich das jetzt nicht finde, dann findet das nachher einer beim Essen. Da ist es. So sieht der ganze Spaß übrigens zum jetzigen Zeitpunkt aus. Jetzt kommen die Mettenten da rein. Boah, tritt sich fest. Einen kleinen Tipp habe ich jetzt noch für euch. Das habe ich vorhin vergessen. Man hätte auch erst eine halbe Stunde den Speck am Stück drinnen lassen können und am Stück kochen können. Den jetzt rausnehmen, klein schneiden. Dann ist es zwar einfacher, den Speck klein zu schneiden, aber man verbrennt sich auch ein bisschen die Finger. Also macht das, wie ihr wollt. So oder so schmeckt lecker. Jetzt eine weitere halbe Stunde kochen lassen, auf kleiner Stufe. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und weil ich ja weiß, dass das für meine kleinen Fressmaschinen, wo wir jetzt gleich hingehen, nicht genug ist an Fleisch, kommt noch eine extra Fleischeinlage rein. Es kann, muss aber nicht. Ich hau da jetzt noch so ein paar Knackwürstchen rein und so ein paar Käse-Krakauer. Könnt ihr reinmachen, müsst ihr aber nicht.
nur so eine kleine Extrawurst. Wenn jemand, kennt ihr das, wenn jemand eine Extrawurst will? So, und jetzt noch nach Belieben Pfeffer rein. Weiß nicht, wie viel Pfeffer ihr mögt. Macht nicht zu viel Pfeffer rein. Die Leute können sich auch noch nachwürzen, wenn sie wollen. Salz habe ich jetzt überhaupt nicht reingemacht, weil durch den Speck und die Mettenden ist da in der Regel genug Salz drin. Also Salz braucht ihr wirklich nicht extra reinmachen. So, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit. Ich gehe jetzt rüber und dann geht's da weiter. Vielleicht mache ich da auch noch ein Video. Mal sehen. Also bis hierhin erstmal. Guten Appetit. Zieh deinen Pullover an, sonst frierst du nachher wieder. Guck mich nicht so fragend an. Willst du was zu essen? Komm her. Warum ein Pullover? Weil man auch eine warme Tasche haben kann. Na, Baby? Ist das so schön warm da drin, ne? Oh, ein Tisch. So, mittlerweile sind wir hier jetzt angekommen bei meinen Eltern. Die Erbsensuppe hat noch ein bisschen heißer gemacht. Das ist Corinna, die kennt ihr ja. Die Oma Renate. Oma Renate, die dürfte euch auch bekannt sein. Hallo. Immer wieder. Immer wieder. Gern gesehen. Die leckere Erbsensuppe ist fertig. Für Oma. Dicke Wurst. Wir waren heute zu Weißwurst. Dass du mehr Arbeitsplätze hast. Mhm. Und sie sagt, sie weiß nicht, wie es passiert ist, weil ihre Knöpfe. Na, Corinna, schmeckt dir die Erbsensuppe? Ja, ist lecker, danke schön.